Friedrich Merz will höhere Rentenabschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn durchsetzen, wenn er Kanzler wird. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es ja in einem Video schon berichtet, das geht ganz gut viral, dass FDP-Chef Lindner hier höhere Renten, also höhere Rentenabschläge vorschlägt, damit die Leute länger arbeiten und ja nicht auf die Idee kommen, vielleicht früher in Rente zu gehen. Höhere Rentenabschläge bedeutet ja, die ja jetzt schon ziemlich hoch sind, dass die Menschen geringere Renten bekommen, wenn sie vorzeitig in Rente gehen. Bei 14,4% beim Geburtsjahrgang 1964 ist das wirklich eine Menge Holz. Ja, und nun kommt sozusagen sein Freund des Geistes im Geiste, der Herr Merz, ja, CDU-Chef, der ja schon so tut, als ob er Bundeskanzler ist, obwohl die Bundestagswahl noch gar nicht begonnen hat und die CDU-CSU feiert ihn ja schon als Bundeskanzler, zum Beispiel auch zu sehen im Deutschlandtag oder am Deutschlandtag der Jungen Union in Halle mit einem großen Plakat Kanzler, ja, ich weiß gar nicht, was das soll, also in 11 Monaten kann noch viel passieren und dieser Friedrich Merz hat zwar gesagt, Rente mit 70 gibt es mit ihm nicht, aber er schlägt in das gleiche Horn rein und will die höhere Rentenabschläge haben und somit Anreize setzen, damit die Menschen länger arbeiten. Ja, meine Damen und Herren, das sind alles Vorschläge, die in das Renten, die in die Rentensteinzeit zurückführen. Das ist nichts Neues, das ist wirklich nichts Revolutionäres. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt leider immer wieder von solchen Leuten, die von diesem ganzen Irrsinn gar nicht mehr betroffen sind. Und ich habe sowieso ein Riesenproblem mit Friedrich Merz. Der ist 68 Jahre alt. Ich frage mich, was will denn dieser Mann eigentlich auf dem Kanzlersessel? Wir haben doch schon so einen alten Mann auf dem Kanzlersessel, der seinen Mund nicht aufkriegt in Deutschland, von der SPD, der Herr Scholz. Und jetzt kriegen wir dann Friedrich Merz vorgesetzt, der als ehemaliger BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzender nicht wirklich, sagen wir mal aus meiner Sicht, nicht wirklich dazu das Zeug hat, Kanzler zu werden in Deutschland, zumal ihm aus meiner Sicht auch das empathische Verhältnis zu denjenigen Menschen in Deutschland fehlt, die hier die Leistungsträger sind. Das sind nämlich nicht nur diejenigen, die im Jahr 100 und 150.000 Euro haben als Jahreseinkommen, sondern das sind auch die Menschen, die in Deutschland in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, als Polizisten, im Schichtdienst arbeiten und eben nur 30.000 oder 40.000 Euro verdienen und die eine ganz geringe Rente bekommen. Und Friedrich Merz bekommt sicherlich keine 1.300 Euro monatlich Rente. Der hat ein bisschen mehr Geld im Koffer und das kann und das und deshalb misstraue ich solchen Menschen, die immer über Dinge reden, von denen sie persönlich nicht betroffen sind. Ja, meine Damen und Herren, ich bleibe dabei. Wir brauchen in Deutschland als allererstes eine Erwerbstätigenversicherung, in die auch Friedrich Merz, Herr Linnemann, Herr Spahn, Herr Winkel, junger Unionschef, der mit großen markigen Worten gesprochen hat. In harten Zeiten braucht man auch eine harte Politik. Ja, Herr Winkel, in harten Zeiten brauchen wir mehr Solidarität und deshalb müssen Sie, Herr Winkel, als allererstes in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Dafür würde ich sorgen, wenn ich was in Deutschland hier zu sagen hätte. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute. Das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Alles andere finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.